Der Erfolg der Grünen in Bayern fußt vor allem auf den Großstädten. München ist inzwischen der grünste Fleck Deutschlands, grüner als Freiburg oder Berlin-Kreuzberg. Aber den Sieg der Grünen nur auf die Großstädte zu reduzieren, wäre ein Fehler. Die Zahlen von Infratest DIMAP zeigen, auch in den Landgemeinden und Kleinstädten können die Grünen Zuwächse verzeichnen, und zwar nicht zu knapp. Was sind die Gründe dafür? Eine Spurensuche von Ronja Dietrich und Anne Hinder in Oberbayern. Gisela! 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 Rosi, hör auf! Hör auf! Sondermoning, Oberbayern. Zu Besuch bei Gisela Sengel, Biobäuerin. Weil alleine schon die Grünen, dass die ja, so gut abgeschnitten haben. Ja. Gemeinsam mit ihrem Mann betreibt sie einen Hof und einen Bioladen. Und seit 5 Jahren ist sie Landtagsabgeordnete für die Grünen, Stimmbezirk Traunstein. Am Sonntag haben hier 18,4% für ihre Partei gestimmt. Grüne Hochburg, nicht in der Großstadt, sondern auf dem Land in den Voralpen. Hallo, grüß dich. Ach, du weißt in Kieling, das ist ja da, noch schön. Weil es mir am Herzen liegt, also Ökologie, Nachhaltigkeit, also unsere Umwelt. Und meine Tochter hat es war so lustig, du Mama, und ganz ohne Naturkatastrophe, habt ihr so gut abgeschnitten. Vor 20 Jahren ist Gisela Sengel bei den Grünen eingetreten, als Bäuerin in einem Ort mit knapp 400 Einwohnern. Noch immer sind viele überrascht. Hey, was? Du bist der Grüne? So, ja, das ist schon so. Die Grünen haben mit Vorteile, das sind die Preisen, das sind die Supergescheiden. Also ich glaube, für die Grünen ist ganz wichtig, wenn sie sich am Land etablieren, dann müssen sie auch das Land verkörpern. Also das ist ganz klar. Und zu mir kommen öfters mal Leute her, die sagen, ja mei, Frau Sengel, wenn alle Grünen so waren wie Sie, dann darf man es erwähnen. In vielen kleinen oberbayerischen Orten erreichten die Grünen das erste Mal über 20%. Warum sind die Grünen hier so erfolgreich? Eine Spurensuche. Surberg, 3.300 Einwohner. Gestern Morgen nach der Frühmesse. Hier ist die CSU noch immer stärkste Partei. Auffällig aber, gegenüber den letzten Landtagswahlen hat sich die Zahl der Zweitstimmen für die Grünen hier fast verdoppelt. Sind Sie überrascht? Ja. Ja, es wandelt sich einfach. Die Zeit wandelt sich, dann wandelt sich dieser. Vielleicht wegen der Jugend auch. Es geht hauptsächlich um einen Naturschutz, um einen Klimaschutz. Weil vielleicht in der CSU zu wenig die grünen Themen beobachtet worden sind und wirklich handfeste Wirkung gekriegt haben. Als grünen Wähler bekennt sich ja keiner. Aber irgendjemand muss sie ja gewählt haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in so einem relativ kleinen Ort wie Surberg sich jemand outet und sagt, ich bin jetzt heuer von der CSU zu den Grünen, habe erstmals Grüne gewählt, das glaube ich jetzt nicht. Vielleicht unter engen Freunden am Stammtisch der eine oder andere Fall, aber an die große Glocke wird es keiner hängen. Stimmt das? Wir hören uns weiter um. Einige haben gesagt, naja, ich war bis jetzt klassische CSU-Wählerin und ich kann mir jetzt vorstellen, grün zu wählen. Genau. Sie auch? Ich auch, ja. Ja, ich auch. Sie nimmt uns mit auf ihren Hof. Seit 3 Generationen lebt ihre Familie hier, hat früher immer CSU gewählt. Martina van der Wiel und ihr holländischer Mann haben die Felder verpachtet, legen dabei großen Wert auf Nachhaltigkeit. Ich glaube, wir sind uns alle sehr bewusst, dass es hier echt schön ist und die Welt nur in Ordnung ist. Also es ist eine Art Dankbarkeit, für dieses schöne Stück Erde, und das möchten wir erhalten. Und ich sehe mir jetzt da am besten für die Natur bei den Grünen aufgehoben. Genau. Wir haben auch keine aktive Landwirtschaft. Also vielleicht sieht es der aktive Landwirt wieder ganz anders. Das wollen wir herausfinden. Wir fahren weiter in einen Nachbarort, nach Bergen. Knapp 5000 Einwohner. Jeder fünfte von ihnen wählte die Grünen. Das ist mehr als der Bayern-Durchschnitt. Überraschend tut es mich nicht. Die haben da gute Organisation dabei, haben gute Leute. Aber wenn die noch mehr hätten, also, das wird ein bisschen, was du als Landwirt, also, dann uns die schon solche Bremsen setzen, das darf man nicht mehr, das darf man nicht mehr. In der Landwirtschaft wird sowieso alles diktiert. Viele sind den Grünen gegenüber skeptisch. Bei den vergangenen Kommunalwahlen wählten sie einen aber sogar ins höchste Amt. Unser Bürgermeister ist ein Grüner, haut gut hin, das hab sogar ich gebeut. Und zwar Stefan Schneider. Den treffen wir nebenan bei der Seilbahn.
einer von mittlerweile 15 grünen Bürgermeistern in Bayern. Gelernter Wirtschaftsingenieur, ein Pragmatiker. Ich schaue und zähle die Photovoltaikdächer und stelle fest, es sind immer noch zu wenig. Es sind schon richtig früh, aber immer noch zu wenig. Umweltschutz? Ja. Aber von altgrünen Reflexen, wie die Seilbahn am Ort, zu verdammen, hält Stefan Schneider nichts. Er will uns etwas zeigen. Und an der linken Wand, die nach Osten geht, die helle Wand links, sieht man die Photovoltaikmodule. Und da habe ich mir festgestellt in der Gemeinde, dass alle mitmachen. Dass jeder im Gemeinderat mitmacht. Wir haben Elektroautos angeschafft, wir haben inzwischen 15 Ladepunkte. Also man sieht, dass sich da bei allen was ändert. Nicht nur Bayern hat sich verändert, auch die Grünen selbst. Vielleicht ein Grund für ihren Erfolg auf dem Land.